Heute fahre ich zum Safariland Stukenbrock. Auf die A33 Abfahrt Stukenbrock-Senne, da geht es runter, dann ist es noch 4 Kilometer bis zum Safaripark. Wegen der Corona-Pandemie zahlt man zurzeit nur 20 Euro pro Auto. Ich fahre zuerst durch diese Schleuse und komme dann zum Löwengehege. Löwen, die Könige der Wüste, liegen gern auf der Aussichtsplattform, halten die Nase in den Wind und sonnen sich. Sie sehen so harmlos aus wie große Kuscheltiere. Zu Ihrer Information: Jede Woche fressen diese Raubkatzen mehr als 1000 Kilo Rindfleisch. Um 11.30 Uhr schon so viele Fahrzeuge. Jetzt sind wir bei den Tigern. Auch Tiger liegen gern faul rum. Ab und zu tut Bewegung aber auch mal ganz gut, aber schön langsam. Wir fahren jetzt aus dem Raubtiergehege über diese Schleuse raus in das Freiwildgehege. Lamas sollte man nicht ärgern. Sie können bis zu 4-5 Meter weit spucken. Trampeltiere zählen zu der Familie der Kamele. Die Höcker dienen als Fettspeicher. Bei Futtermangel zehren sie davon. Die Elefanten leben hier in einem großen Gehege mit Badeteich und Sonnendach. Sie kommen aus einem ehemaligen Zirkus und haben hier ein neues Zuhause gefunden. Giraffen leben in Gruppen. Männchen können bis 1900 Kilo wiegen. Watussi-Rinder mit ihren ausladenden Hörnern können eine Spannweite von 2 Metern erreichen. Ellenantilopen ist die größte Antilopenart der Welt, können bis 1000 Kilo auf die Waage bringen. Und diese Tiere heißen nicht umsonst Trampeltiere. Nadus gehören zu den Vögeln, die nicht fliegen können. Sie können aber bis 60 Kilometer schnell werden. Wie Sie sehen, kommt normalerweise ein Vergnügungspark mit über 30 Attraktionen, Wildwasserbahn, Achterbahn, Kettenkarussell und vieles mehr. Das erfreut ein Kinderherz. Links kommt jetzt das Weiße Löwenareal. Zwei weiße Löwen sind hier zu sehen. Diese beiden verabschieden sich und sagen Dankeschön. Links kommt nun das Affengehege. Da fährt man mit einer Eisenbahn durch. Übernachten kann man hier auch, im Mobilheim oder Zelt. Bis 6 Personen ist möglich. Gruppen bitte auf Anfrage. Ich kann Ihnen das Safariland Stukenbrock sehr empfehlen. Während der Pandemie planen Sie bitte 90 Minuten ein. Danach sollten Sie einen halben Tag ansetzen. Das Freigehege hat übrigens eine Fläche von 60 Hektar. Das war dann auch mein Film über das Safariland Stukenbrock. Und wenn er Ihnen gefallen hat, dann abonnieren Sie bitte den Kanal.